Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst erstmal zur Pressekonferenz ein paar Erklärungen. Wir müssen jetzt den Gürtel etwas enger schnallen. Drum haben wir beschlossen, die ganzen zivilen Arbeitsprogramme im Staate aufzulösen, bis auf ganz entscheidende wichtige Projekte, wie zum Beispiel hier diese Mine fertigzustellen, werden sämtliche anderen Projekte, abgesehen der Kriegsrüstung, aufgegeben. Darunter fallen diverse Bautrupps, einmal ein Bautrupp, eine plündernde Infanterie, die wird nicht aufgegeben, ein Bautrupp, der noch natürlich das Moskau wiederherstellen soll, wird auch nicht aufgegeben, beziehungsweise die anderen bei Moskau. Die dürfen natürlich weiter reparieren. Das sind ja auch keine Arbeiter im Sinne, die bezahlt werden. Das sind sozusagen osteuropäische, russische Fremdarbeiter. Gut. Und allgemein heißt es, die ganze Armee soll zurück ins Kernland nach Urdeutschland zurückgeholt werden. Und die ganzen vereinzelten Stämme, die es irgendwo gibt, die möchten wir doch verhindern, dass in den freien Gebieten sich einfach wieder wilde Siedlungen anhäufen. Ja, wieder mal ein paar Arbeiter und natürlich hier auch wieder ein paar gute ein paar gute Schiffsbesatzungen, die auch in Richtung Heimat ziehen sollen. Dieser ganze Weg ist völlig alternativlos, denn wir haben ja schon gesagt, das große Ziel ist es, den Weltraum zu erobern. Zur Not müssen halt auch ein paar Einheiten mal Platz machen in den Städten, damit die ganzen Einheiten zurück können in die Städte. So. Und auch noch ein General. Unser guter alter Großvater Wallenstein. Ein paar Panzer, die auch noch in die Heimat zurück wollen. Die Panzergrenadiertruppe. Nee, die Panzerbrigade meine ich. Ja, die weiteren Arbeiter, die werden alle ins Zivilleben entlassen. Mögen sie dort die Wirtschaft stärken und vor allen Dingen damit auch die, ja, das Bruttosozialprodukt und die Steueraufkommen. Gut, gucken wir erst nochmal nach weiteren Arbeitern. Die dürfen alle verschwinden. Noch einer weniger. Und noch einer weniger. Und man sieht schon, die Kosten, die laufenden Kosten für die ganzen Arbeiter. Jedes Mal 4 Goldstücke pro Runde. Nein, und jetzt habe ich aus Versehen auf Automatismus geklickt. Dabei wollte ich doch die Einheit auflösen, aber ich will jetzt nicht den Raumschiff-Booster auflösen. Puh, nochmal Schwein gehabt. Denn der Raumschiff, das Raumschiff soll natürlich gebaut werden und natürlich koppeln wir als erstes mal einen ersten von meinen Boostern an. Und den zweiten Booster koppeln wir umgehend auch an. Und jetzt haben wir, jetzt mit zwei Beinen kannst du dann auch jetzt endlich mal stehen. Dann können wir auch das Cockpit befestigen. Und ja, jetzt ist es ein bisschen wackelig. Also brauchen wir noch einen dritten Raumschiff-Booster, den wir allerdings erst in der kommenden Runde dran machen können. Gut, bei Genf werden natürlich noch wichtige Straßenabrissarbeiten durchgeführt. Denn es heißt ja auch, jede Straße, die abgerissen wird, ist eine Straße, die weniger Unterhalt kostet. Ja, die Reparaturarbeiten bei Canterbury, die spare ich mir. Canterbury... Nein, ups. Das war jetzt nicht richtig, der sollte eigentlich auflösen. Ja, das habe ich auch anders gemacht im Spielstand. Also ich bin scheinbar heute schon wieder ein bisschen durch den Wind, dass ich das falsch anklicke. Also, die war aufgelöst. Ich habe natürlich nicht die Straße abgebaut, sondern habe den Bautrupp aufgelöst. Und hier wird jetzt nochmal
der Wald abgeholzt. So ein bisschen Wald auf Hügel ist ein bisschen unsinnig. Ja, und da hört man auch gleich die Beschwerden, ne? Das liegt daran, weil ich den Handelsweg abgebaut habe, ne? Das gefällt halt den Katzen überhaupt nicht. Und ja, diesen ganzen friedlichen Weg. Schauen wir doch mal ein bisschen, was noch der Ägypter macht. Vielleicht hat er ja irgendwo noch mal was im Sinn, aber ich glaube es eigentlich nicht. Wir überwachen ihn mal hier so ein bisschen. So, okay. Und mit der anderen Einheit auch. Und dann sehen wir halt, was er alles macht. Gut, entdeckt haben wir mobile Taktiken. Und wir haben natürlich das Hubble-Teleskop fertiggestellt. Bringt mir eine kostenlose Raumschifffabrik, 25% Produktion beim Bau vom plus 25% Produktion beim Bau vom Raumschiffteilen, da ich jetzt nur noch 1-2 Raumschiffteile benötige, ist das egal. Wir entdecken die nächste Technologie und das ist Teilchenphysik. Und damit können wir jetzt den Raumschiffmotor einstellen. Und bei einer solchen großartigen Produktion braucht er auch nur 2 Runden. So, jetzt müssen wir wieder die nächste Sache auswählen. Und zwar, was wählen wir jetzt noch aus? Die Killerroboter sind nichts. Globalisierung kriege ich eh nicht mehr rechtzeitig fertig. Nehmen wir halt die Ecke und den Wissenschaftler, den können wir auch noch verschwenden. So. Nächste Runde ist Tarnung fertig und wer weiß, was die Runde danach fertig ist. Ob wir dann Kernfusion oder Globalisierung nehmen, ist ja dann auch egal. Damit ist eigentlich soweit alles abgeschlossen. Wir dürfen jetzt noch produzieren. Als weitere Schutzmaßnahme werden weiter Bomber gebaut. Bomber sind eine effektive Verteidigungswaffe gegen diese Mini-Einheiten, die der hier so hat. Man möge noch mal gucken, was der so anbietet. Wenn ich da so drüber fahre. Tot, tot, tot. Weg, weg. Weg, weg. So, also, die Bomber sind eine ideale Waffe. Und das hat er auch schon gemerkt, denn er bietet mir ein Angebot an, was offensichtlich eine Bestechung sein soll. Ach, ist doch vollkommen egal, dieses Geld alles, das brauche ich nicht mehr. Brauche ich gar nicht drauf zu reagieren. Ich habe so auch genug Geld. Und außerdem kann ich hier unten noch einmal plündern. Zack, und da gibt es nochmal 21 Gold. Und ich würde mal sagen, damit beende ich diese Runde wieder. Wir gucken auf die Demografie. Überhaupt kein Problem. 95%. Wir nähern uns langsam der 100% Marke. Ja, und damit geht's weiter in Runde 188. Und der Countdown zählt weiter runter. 2,